Am 11.03. freuten sich Dirk Bornhold und Gattin Susi in ihren Räumlichkeiten, die Mitglieder der Wirtschaftsjunioren Segeberg e.V. begrüßen zu dürfen. Eine Führung durch das Familienunternehmen gab den geladenen Jungunternehmern sowie Vertretern aus Wirtschaft und der Stadt Kaltenkirchen wie Bürgermeister Hanno Krause die Möglichkeit, einen Blick hinter die Kulissen des erfolgreichen Unternehmens zu werfen. Ja, wir drucken und fertigen Kleinstauflagen ab einer Auflage von 5 Stück. Das ist dann hier im Hause eine reine Handarbeit. Maschinell geht es beim Drucken ab 300 Stück los und in der Produktion sieht es dann so aus, bei diesen Maschinen, die wir jetzt hier hinter uns sehen, geht die Auflage so ab 2500 Stück ungefähr los und gibt dann Open End, sodass wir auch sehr kleinen Bedarf decken können, wie beispielsweise von Steuerberatern oder Rechtsanwälten, die einmal im Jahr 300 Hüllen benötigen. Meine Aufgabe, ja, sehr vielfältig. Also angefangen hat es mit Einkauf und Buchhaltung. Inzwischen ist auch der Werbebereich dazu gekommen. Also wir machen hier halt sehr, sehr viel direkt im Haus. Auch was die Kundenwünsche angeht, wenn es um irgendwelche Neusatzsachen sind, dann geht das direkt auf meinen Schreibtisch. Was am 6. Juni 1900 mit einer kleinen Buchdruckerei in Dresden begann, ist nun ein Familienunternehmen in der 4. Generation, erklärte Dirk Bornhold in einer Zusammenfassung des geschichtlichen Werdegangs der Firma Reif. Seit 2008 führen Susi Bornhold und Dirk Bornhold das Unternehmen und expandierten im Jahr 2009 auf die grüne Wiese nach Kaltenkirchen.